Das AIT, Austrian Institute of Technology, ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das Institut spielt auf europäischer Ebene eine Schlüsselrolle als jene Forschungs- und Technologieeinrichtung, die sich mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft befasst. Um Infrastrukturthemen bearbeiten zu können, muss man die Systeme verstehen, muss man verstehen, wie sich große Systeme verhalten, muss man imstande sein, diese zu simulieren. Gleichzeitig muss man aber auch imstande sein, Produkte zu verstehen, die für diese Infrastruktursysteme gebaut werden. Bereits heute leben 80% der Bevölkerung Europas in urbanen Regionen. Hier setzt das europäische Gemeinschaftsprojekt Urban Europe an. Das AIT spielt dabei eine zentrale Rolle, da es über eine hohe Technologie- und Foresight-Expertise in den relevanten Themenfeldern verfügt. Das AIT arbeitet an unterschiedlichen Themenbereichen und Schwerpunkten im Kontext der Stadt der Zukunft. Infrastruktur ist ein wesentlicher Backbone der Städte und der städtischen Entwicklung und neue Technologien spielen eine zentrale Rolle in diesem Bereich. Und in all unseren Departments beschäftigen wir uns mit bestimmten Aspekten im Smart Grids-Bereich, Energiebereich, Mobilitätskonzepte der Zukunft. Sicherheit für die Bevölkerung und für die Infrastruktur sind große Fragestellungen dabei. 5 Departments sind auf verschiedene Aspekte der Future Cities spezialisiert. Das Energy Department ist innovativer Wegbereiter von Konzepten rund um Energieeffizienz. Das AIT und das Energy Department waren in der Konzeption der neuen städtischen Modelle, wie kann man Städte energieeffizient gestalten, wie kann man CO2-Emissionen dramatisch reduzieren, wie kann man erneuerbare Energie in Städte bringen, Vordenker in Europa, nicht nur in Österreich. Und wir gestalten auch mit der Europäischen Kommission entsprechend die Fragestellungen, die tatsächlich zu bewältigen sind. Auch eine optimale Mobilität soll in der Stadt der Zukunft gewährleistet sein. Im zuständigen Department steht die Entwicklung von Modellen, Algorithmen und numerischen Simulationen im Vordergrund. Ziel ist es, die komplexen Systeme und Wechselwirkungen virtuell abzubilden und Lösungsansätze entwickeln zu können. Ob das jetzt Fußgängerbewegungen sind, Fahrzeugbewegungen sind, dass man da wirklich gucken kann, wo die Flüsse sind, wie wir diese Flüsse optimieren können und wie wir diesen Übergang von der einen Fortbewegungsform in die andere Fortbewegungsform sozusagen optimieren. Mehr als 1100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen forschen in ganz Österreich. Die Tätigkeit in den Departments des AIT konzentriert sich auf wenige strategische Forschungsschwerpunkte. Das AIT positioniert sich damit klar in der internationalen Forschungslandschaft. Als wir vor 4 Jahren das AIT geformt haben und das AIT gegründet haben, war es das ganz große Bild, aus Österreich heraus nicht nur in Themen mitforschen zu können, sondern Themen auch definieren und treiben zu können. Als Ingenious-Partner der Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen erforscht und entwickelt das AIT schon heute die Technologien, Methoden und Tools von Marken.